Hallo zusammen und willkommen zu Empires and Puzzles. Wir sind im Turnier Tag Nummer 3. Die Defensive hat sich erholt, die Offensive hat gestruggelt, aber wir haben wieder was von der Mutterallianz vor die Flinte bekommen. Oder auch nicht. Wo ist sie hin? Ich hatte doch hier gerade noch Sophie, wo ist sie hin? Okay, jetzt muss ich mich an dem hier abreagieren. Sauerei. Gerade eben war sie noch da. Jo, wir spielen mal 3-1-1. Mit einer interessanten Teamstärke. Und schauen mal, was hier geht. So, bitte Fall Rot hinterher. Natürlich nicht. Kriegen wir hier Gelb hinterher? Auch nicht. Schade. Heißt für mich, Deloria löst aus, Grabmacher löst wahrscheinlich, ja, aus. Und das tut richtig weh. Hier wäre ich wohl jetzt nichts zu lachen haben. Gegen solche Gegner brauche ich halt ein gutes Board. Und wenn er nicht rot kommt, besiege ich nicht mal einen. Nö. Nee. Kann ich direkt rausgehen. So. Um euch fix zu zeigen, wen ich eigentlich vor der Flinte hatte. Hier, Susie One hatte ich vor der Flinte. Globaler Rang 6. Hätte ich zu gern attackiert. Aber mit dem Board wie eben wäre das auch in die Hose gegangen. Also gehen wir jetzt in den Krieg rein. In das Turnier rein und spielen das direkt so. Wir brauchen mehr Grün. Spielen das so rüber. So. Und hoffen auf Grün. Jawohl. Die einen würden sagen, das war Glück, die anderen sagen bewusst, ja, das war die einzige Chance, die ich hatte. Ach, verdammte Scheiße, jetzt muss ich den Angriff durchgehen lassen, bevor ich grün lade, sonst nimmt sie es mir wieder weg. Zum Glück macht sie nicht viel Schaden. So, jetzt muss ich auch schlau überlegen. Er hier hinten ist ein richtiger kleiner Wichser. Er darf nicht auslösen. Dass sie das jetzt überlebt, ist leicht überraschend. Okay, dann müssen wir das so machen. Okay, wir kriegen genug Grün. Bitte lasst, ja, das kriegen wir so hin. Puh, das sind ganz schön viele Embleme. Ja, ich will das grüne Match rechts haben. So, zack, zack. Dann machen wir das so. Vielleicht schaffen wir es nochmal, ihn auszulösen. Vielleicht stirbt er auch. Und sie auch. Und Fallout Tom ist ausgefallen. So, wen kriegen wir jetzt vor die Flinte? Ich hätte gern mal in so einem Turnier
jemanden, Moment, rot. Kann ich eigentlich nicht grün spielen, aber so ein bisschen grün werde ich spielen. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir dazu? Zumindest einen roten, einen spielen wir. Den nehme ich einfach mal mit und ihn hier. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt schlau war oder nicht. In jedem Fall ist das ein gutes Board. So. Den will ich sogar eigentlich auslösen jetzt. Das ist gut. Ah, der cleant das. Ich spiele mal am Schluss und spiele mal so. Ja, perfekt. Okay, in dem Moment machen wir das gleich wieder runter, machen unseren Attack ab, spielen die Seite an und schauen mal, was Sumle trifft. Hä, wo ist denn der rechts hinten hin? Wo ist denn der gute Kerl hin? Das war jetzt interessant. Ja. Dann können wir das machen. Machen das. Bewusst, um zu laden. Und jetzt spielen wir hier rot rein. Kommt dort rot? Ja. Und Sumle müsste jetzt theoretisch noch mehr Schaden machen. So, mach mal den, mach mal den und mal schauen, was passiert. Oh mein Gott. Der hält es. Auf welchem Level habe ich den? Ach du Scheiße. Das ist knackig. Die Def sieht ja ähnlich aus wie meine. Ich habe viel Grün. Ich habe genug Grün, um alles auszulösen. Lila. Okay, halt. Ist nix bannbar. Ja, komm. Vielleicht fällt ja hier mal was runter, was man gebrauchen kann. Jetzt machen die langsam ordentlich Schaden. Und ja. Hab ihn wieder ready. Das ist aber weniger schön. Wie lange hält denn das noch? Ach, scheiße, Mann. Das ist jetzt uncool, was hier gerade passiert. Ich brauche Rot. So, runter damit. Nebel ist geladen, oder? Ja. Mach mal die Seite mundtot. Oh mein Gott, das ist uncool. Weil der meinen Heiler getroffen hat. Mein anderer Heiler.
Okay, müssen wir so spielen. Trifft Sonja. Bitte überlebt. Shit. Können wir nur so mal beten. Passiert nichts. Ehner besiegt. Das ist so traurig. Oh mein Gott, das ist die nächste Niederlage, die dritte. Ich hoffe, jetzt kriegen wir wieder was Machbares. Ja, back to grün. Zack, zack, zack. Ey, nee, du nicht. So. Kriegen wir noch ein bisschen mehr grün. Machen wir mal den. Okay. Machen wir das. Und der grüne rechte? Jawohl. Lass mal ihn einfach auslösen. Machen das weg, machen unseren Spaß an. Genau. So. So, so, so. Wer sich wundert, oh mein Gott, wir hatten ja heute den Serverausfall und ich habe ein kleines Video gemacht, was durch die Decke gesprungen ist. Die Leute oder auch ihr hattet, so wie es aussah, ja nicht die Möglichkeit selber zu zocken. Also habt ihr YouTube geschaut oder zumindest nach einer Lösung gesucht. Und ich hatte ja in meinem Video auch gemeint, ja, da müssten eigentlich Repressalien kommen, da müsste man irgendwie entschädigt werden. Ist noch nicht passiert, aber ich versuche euch mal zu beruhigen, das ist vollkommen normal. Die müssen ja erstmal entscheiden, wie groß war der Ausfall wirklich. Was geben wir jetzt der Community? Wer jetzt erwartet hat, dass direkt, wenn die Server laufen, was im Briefkasten ist. Nee, 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 so schnell geht das nicht. Wartet's mal ab, ich bin ziemlich sicher, dass die Tage da was kommt. Ist halt die Frage, ob das wirklich was ist, was das Ganze aufwiegt oder nicht. Das wird der interessante Part werden. So. Zack. Nehmen wir noch mit Wilbur, oder? Na komm. Zack, zack, zack. Ja, Wilbur war eine gute Idee. Aber ohne Lila ist Kacke. Und vor allem, wenn sie nicht so schnell stirbt. Aber sie stirbt schnell genug. Das ist schon mal gut.
So, kurze Pause. Kartoffeln kochen. Da lief ja sogar eine Kombi, ist mir gerade aufgefallen. Der Bruder ist ja ganz schön viel lahmgelegt. Wir holen uns hier mal lila rüber, indem wir rot hier reinspielen. Spielen es noch nicht, weil noch nicht alle laden können. Ach, dieser Hänsel geht mir jetzt auch schon fast auf den Sack da drüben. Machen wir das so? Okay. Autsch. Das ist jetzt gerade echt kacke, was hier läuft. Das ist gut. Oder auch nicht. Na komm. Ich kann den will. Doch, kann ich. Aber die Frage ist, ob ich es will. Oh mein Gott, die hauen was. Ich muss hier irgendwas machen. Jetzt ist die Frage, reichen die zwei Lilanen? Will ich Wilbur anmachen? Will ich Wilbur nicht anmachen? Ich mache ihn an. Ich denke nämlich nicht, dass die zwei gereicht hätten. Und habe jetzt... Ja, das ist vollkommen okay. So, na komm. Damage ein bisschen. Und lila und rot. Kriegen wir hier rot? Oh mein Gott. Ich brauche mehr. Okay, reicht es? Jetzt fall um, du blöde Kuh. Machen wir den. Machen wir den. Und reichen die dann jetzt? Komm schon, komm schon. Jawohl. Hui. Also wir haben den Tag überlebt. Das ist gut. Können auch in die Kiste reingucken. Das ist auch gut. Und kriegen ein Buch der Taktik. Das ist nicht nur gut, das ist hervorragend. Und ein Plünderfläschchen. Und ein Grüntrainer. Jo. Das hat sich doch gelohnt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und morgen kommt Krieg und Turniertag Nummer 4. Bis denn. Tschüss.